Straßen. Und diese Kürbisse mit diesen Fratzen. Sind wir hier nicht in einer Kirche? Sollte es hier nicht viel heller, angenehmer und freundlicher sein? Das ist doch schließlich Gottes Haus. In seinem Namen bin ich hier. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Warum ist es so düster hier? Du, ich glaube, draußen spukt. Was ist nur hier los hier? Geister laufen umher. Sie verfolgen mich. Hier kommen sie nicht rein. Nicht hier. Und doch? Der Tod. Er holt mich nicht. Nicht er. Nicht heute. Darum bin ich dir gefolgt. In diese Kirche. Der Tod. Er bleibt draußen. Und kommt hier nicht rein. Und wenn doch, zeige ich ihm meine Fratze. Verängstigt soll er sein. Sich vor mir fürchten. Und weitergehen. Das ist der Zauber von Halloween. Ich glaube, du bist von einem guten Geister verlassen. Verkleidest dich aus Angst vor dem Tod. Wir müssen uns vor diesem Tag nicht fürchten. Und es ist ein Tag wie einer von vielen. Mit bunten Lichterspektakel wollen wir die Finsternis und die Angst vor dem Tod verjagen. Jetzt gefällt es mir hier viel besser. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist Musik. Musik an! Thank you.
vor großer Angst, also heute. Denn man glaubte, dass heute die Geister von den Toten, die als Menschen böse gewesen waren, auf die Erde kommen und sich Menschen fangen, damit sie in deren Körper wohnen können. So erzählte man sich von Jack, einem Jungen, der war oft unartig und böse gewesen. Dann bekam er eine schlimme Krankheit und starb. Und zur Strafe durfte Jacks Seele nun auch nicht in Frieden leben. Er musste als Geist mit einer Kürbislampe in der Hand durch die Welt ziehen. Und wehe, man begegnete ihm. Das ist eine uralte Sage. Aber die Kinder in Irland haben sie seit jeher gern gehört. Und viel später haben sie sich einen Gruselspaß daraus gemacht, indem sie solche Kürbislampen bastelten und spukend durchs Dorf liefen, um die Leute zu erschrecken. Mit diesem Spaß haben sie ihre eigene Angst versteckt, denn eigentlich hatte jedes Kind immer noch Angst im Dunkeln. Dass das mit der Angst nicht stimmt. Lug und Trug predigen diejenigen, die sagen, die Seele erhebe sich aus dem Fegfeuer, sobald die Münze klingelnd in den Kasten fällt. Das ist gewiss. Fällt die Münze klingelnd in den Kasten, können Gewinn und Habgier zunehmen. Die Fürbitte der Kirche aber liegt allein in Gottes Ermessen. In der Bibel steht, dass Gott die Schuld vergibt. Wer an Jesus glaubt, braucht keine Angst zu haben. Keine Angst vor Geistern oder vor Strafen Gottes. Ein Junge wie Jack hätte nicht als ruheloser Geist umherirren müssen. Als Christ hätte er geglaubt, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist und ihm vergibt. Ist ein Fest, das die Angst verjagt. Süßes oder Saures macht im Grunde Angst. Man weiß ja auch nie, ob man nicht doch schlecht behandelt wird an einer Tür oder ob da im Dunkeln nicht doch jemand auf mich lauert und mich erschrecken will. Halloween ist sehr altmodisch. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr könnt mit Luther aus diesem Gruselspaß einen Mutmachspaß machen. Und das ist viel moderner. Fürchte dich nicht, sagten die Engel, sagte Jesus und sagte Luther, dein Gott liebt dich. Thank you.
Ein Gottesdienst, den man nicht vergisst, zumindest nicht so schnell. Allen, die mitgemacht haben, im Hintergrund, im Vordergrund ein herzliches Dankeschön und allen anderen und denen einschließlich einen schönen Abend. Gehen Sie von Gott behütet nach Hause, wo auch immer Sie Ihr Weg hinführt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.